Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together mit dem bösen Cajun da drüben. Ja, genau. Der wollte mich gerade vorhin, oder beziehungsweise gerade vorhin, in der letzten Folge in die Lava schmeißen. Im Juli. Wir haben ja eine kleine Drehpause gemacht. Und mittlerweile ist auch schon Ende Oktober. Konnten wir uns im Juli überhaupt schon? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Glaub mir mal nicht. Und Blaze, wenn du es nicht weißt. Es war August. Es war Sommer. Oder wie hieß das komische, hässliche Kacklied? Keine Ahnung. Ich glaube, es hieß, es war Sommer. Ach, das kennst du gar nicht, weil, stimmt, das kennen ja nur Ossis. Jugendliebe ist. Kennst du das? Nein. Jugendliebe ist den Tag, wo man vermisst. Oder irgendwie so. Und dann geht das voll ab, also einfach mal YouTube anschmeißen. Die GEMA ist da garantiert nicht dran beteiligt, wenn dann vielleicht die Stasi oder sowas. Aber ansonsten dürfte das Ding, und das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, es war Sommer ist ein anderes Lied, aber von derselben Band hätte ich was gesagt, also von denselben Kaspern. Aber, ja, das war es eigentlich auch schon, was ich erzählen wollte. Was machst du eigentlich? Ich mach die Mauer weg. Könntest du vielleicht, bist du irgendwo in der Nähe von unseren Rindviechern? Ja. Könntest du die versuchen mal zu füttern? Nee. Ach gut, nee. Ich mach's ja. Wir brauchen ja Leder. Richtig, denn bald ist es soweit für die erste Verzauberung. Oh Gott, ja, wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten hier. Ach, ich habe ja noch meine epische Krone auf. Ich bin der König, geh schuften, du Bayer. Der König, das erinnert mich irgendwie so an den Film Werner. Gekotzt wird später. Kannst du mal sehen. So, hier, ihr kriegt auch noch ein bisschen Liebe. Du Blaze, also Kühe ficken! Pfui! Sägerhaft, schnell raus hier aus dem Gatter! Davor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Zieht euch, ihr Mongos! Soll ich die Schweine auch nochmal reproduzieren? Och, mach! Aber wenn Schweine schon mal da sind, immer gut. Dann dürfen sie alle. So, kommt her, Schweinchen, ich hab hier Leckerli! Hallo, hier! Ja, ja, ja! Jetzt haben sie mich alle gesehen. So, auf geht's hier! Wilde Party! Im Schweinestall, unglaublich. Und Blaze ist nicht mit dabei, ja, da hast du mir was verpasst. Normalerweise bist du ja immer der Erste, der mit bei den Schweinen hängt. Schweine rein im Schweinestall. Teil richtig, 4. So sieht's aus. So, dann baue ich mich hier mal kurz hoch. Wo wir wieder bei Alfred Fistcock sind. Ach, Blaze, ich hab dir im letzten Part schon gesagt, unsere Abonnenten sind noch nicht so alt, um sowas zu hören. Die googeln das alles. Du hast angefangen damit. Du hast damit angefangen. Nein, du hast den Vorschlag gemacht, hier diese Namen zu nennen. Wann? Auch in irgendeinem Part mal. Ach komm, hör auf, das will ich aber schwarz auf weiß haben. Sag mir das mal welchen. Hier, nee, das hat uns ja ein Abonnent, glaube ich, vorgeschlagen. Wie hieß das? Porno-Ping-Pong? Porno-Ping-Pong, genau. Alfred, kann ich mir weitermachen? Hitchcock. Doch, ich hab noch eine Spitzhacke, scheiße. Das ist auch so kacke. Das dachte ich schon, ich könnte mich hier drücken. Hast du schon eine Spitzhacke? Ja, ich hab wieder eine, ja. Gott sei Dank, ich habe nämlich gleich keine mehr, da kannst du hier alles alleine wegreißen. Naja, ich schmeiß dir schon ein paar hin. Ach, schade. Ich habe mir das überlegt, lass mal. Na, oder? Ach komm, schade. Nee, ja. Lass die Mauer mal eins höher setzen. Also. Eins höher als die Lava. Ja, das passt eh, das mache ich eh gerade. Ja, aber hinter dir nicht. Da hast du wieder alles weggerissen. Ja. Oh Big sorry. Gott. Aber ich war mir da noch nicht ganz einig, aber ich sehe gerade hier, sieht das viel besser aus, weil das ist ja fast auf einer Höhe. So, weißt du? Ach, du verstehst sowieso nicht, was ich will. Nö. Also, einfach so lassen, wie es ist. Chefe, alle nix schuld. Ja, genau. So sieht es nämlich aus. Oh, Blaze, ich krieg langsam Hunger. Und weißt du auch auf was? Auf was denn? Auf Let's Play Minecraft Alone ohne Blaze. Hast du gerade irgendwas gesagt? Nee, du? Ach nee, ja, nee, Blaze. Nee. Oh, ein Creeper. Wie, was denn für ein Creeper? Jetzt hier? Wie, auf unserer Seite oder wie? Der geht nicht über die Lava drüber, er hat Angst. Ja, ist doch richtig so. Dafür Hallo. Ist der Scheißgraben ja auch gedacht. Aber er läuft mir dafür schön am Rand der Lava nach. Ja, Hauptsache, das Vieh explodiert nicht, Blaze. Nö. Was? Doch! Ach, nicht im Ernst. Ist ein Durchbruch? Keine Ahnung, ich guck gleich mal. Ach, Blaze, Alter.
Wenn das Ding anfängt zu zischen, ne? Spätestens dann musst du wegrennen. Ups. Junge, Junge, Junge. Ups. Ach, ich freue mich ja schon so auf die neuen alle. Hast du eigentlich schon Favoriten? Es gibt ja schon ein paar Videoantworten. Ich meine, wenn die Folge raus ist, dann ist das Ding sowieso schon gelaufen. Aber jetzt mal im Vorfeld können wir ja vielleicht sogar... Ja, so machen wir das, Blaze. Wir nehmen Minecraft-Folgen auf und benennen schon unsere Favoriten im Vorfeld und gucken, ob sie auch tatsächlich werden. Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung, ich möchte mich eigentlich so früh mit dem Thema noch nicht befassen. Ey, am Dienstag geht's los. Au, 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 ich brenne. Au, 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 au. Ja, ihr seht schon, Blaze nimmt mittlerweile auch schon Antidepressiva. Ja. Anders wäre es leider nicht möglich, dass er hier mit mir diesen tollen, epischen Minecraft-Part gestalten kann. So. Aber jetzt lass uns mal das Thema wechseln zu etwas Erfreulicherem. Bei Wetten, dass, hast du gesehen, die neue Folge? Die erste von Markus Lanz? Nein. Lanz reimt sich auf... Schwanz. Das hast du gesagt. So, auf jeden Fall ist in der ersten Folge, also er hat ja Thomas Gottschalk abgelöst, ne? Ja, das weiß ich. Genau, und bei Thomas Gottschalk, der ist ja abgetreten, weil da einer gestorben ist. Genau, das hab ich gesagt. Nicht gestorben, Entschuldigung, gestorben. Ja, er wurde schwerst verletzt. Genau, ist er immer noch, der gute Manuel Koch hieß er, genau. So, und jetzt ist aber der neue Lanz angetreten, ja? Und jetzt rate mal, was in seiner ersten Folge passiert ist. Keine Ahnung. Es ist jemand gestorben. Aha. Da du die Folge nicht gesehen hast, muss ich dir vorher erzählen, wie das da so zuging. Also, da war eine Kandidatin, die sah richtig kacke aus, eine olle Oma oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und die hatte halt so einen Hundesalon auf Rädern. Das heißt, sie hat Hausbesuche gemacht und den Hunden die Haare geschnibbelt. Für 30 Euro pro Schnitt oder so. So, und die war der Meinung, dass sie Hundehaare den Hunderassen zuordnen kann, allein dadurch, dass sie die Haare erfühlt. Also hat das Wetten, dass Team erstmal sämtliche Hunde geschoren und der irgendwelche Wollknäuel auf den Tisch gelegt. Die natürlich auch mit verbundenen Augen hat dann die ganzen Rassen erfüllt. So bei den ersten zwei war es halt kacke, das erste hat sie nicht gewusst, beim zweiten hat sie falsch geraten, aber dann hat sie irgendwie alles geschafft. So, und die Hunde waren natürlich auch mit in der Sendung. Und die waren dann so böse und haben sie zerfleischt. Fast. So, und der eine Hund, das war das erste, was sie erfolgreich erraten hat, war ein Pudel. Ich weiß nicht, ein Toy-Pudel oder wie der hieß, keine Ahnung. Ja, und dieser Pudel, der ist in der Sendung gestorben. Oh. Und weißt du auch wie? Zu viel für ihn. Und weißt du auch wie? Wie? Der ist irgendwo runtergesprungen, da, von dem Schoß von seinem Frauchen. Und ist dann irgendwie so falsch aufgekommen und an der Gehirnerschütterung verendet. Ja, aber so ist das nun mal. Ja, Thomas Gottschalk legt das Zepter außer Hand und da steht dann Markus Lanz da und bringt sein Publikum gleich um. War der Gottschalk noch besser, die leben wenigstens noch. Ja. Scheiße, es regnet. Zum Glück geht die Lava nicht aus. Das wär's jetzt. Ja. Ja, das wär echt kacke. Dann wär das ein bisschen umsonst gewesen. Aber guckst du auch Wetten, dass eigentlich überhaupt irgendwann mal? Also ich hab's teilweise geguckt noch mit Thomas Gottschalk. Ja. Noch mit aber Thomas Gottschalk? Das hört sich ja an, als ob das schon 10 Jahre her ist. Nee, ich muss ehrlich gestehen, ich guck sehr, sehr wenig Fernsehen. Ja, wir machen ja auch Fernsehplays. Fuck! Was denn? Ja, ich bin tot. Oh, die Diamantsachen, Cajun! Nee, hatte ich nicht dabei. Okay. Ach, puh! So, Counter, Blaze Lava 1, Cajun Lava 1. Blaze, wir haben doch geschlafen, ne? Bitte? Wir haben doch geschlafen. Ja. Warum bin ich nicht am Arsch der Heide wieder? Ja. Kann es vielleicht möglich sein, du hast 1.3.2 geupdatet, oder? Ja. Oder 1.3.1. 1. Ja, das ist ein kleiner Bug aus 1.3.1. Ach, ist nicht wahr! Den sie in 1.3.2 behoben haben. Na gut. Denn das ist mir das letzte Mal im Singleplayer auch passiert und meine Abonnenten haben mich gleich darauf hingewiesen, dass es quasi ein Bug ist. Da der tolle Server aber bei dir läuft, Herr Blaze. Wow, Creeper!
Alter, ich glaube, die sind hier nur noch in der Gang unterwegs. Drei auf einmal. Deine tolle Server, aber nur bei dir lief, wäre es nicht schlecht, wenn du die mal updaten könntest. Der Server ist upgedatet. Nur auf? Dein eigenes Minecraft. Wie, warte, mein was eigenes Minecraft? Ja, du spielst auf 1.3.1, also dein, Nee, ich spiele auf der aktuellen Version. Okay. Dann, aber ich dachte eigentlich, mein Server läuft auf 1.3.2. Ja, aber du hattest doch schon angezeigt bekommen vorhin, das wissen unsere tollen Abonnenten nicht. Nee, das war ja nur hier, die Buckets kriegen ja immer ein paar Bugfixes oder sonst irgendwas. Ja genau, und ich würde sagen, das ist ein Bugfix gewesen. Aber der Server läuft eigentlich auf 1.3.2. Ja, aber vielleicht ist das ja noch ein Bug in der Disruption oder wie das heißt. Komisch. Soll ich dich her teleportieren? Ach nee, ich bin bald da. Die Sonne geht ja auch schon auf. Ich sehe auch schon die Mauer. Und ein Skelett. Hallo! Nein, ich will nicht mit dir spielen. Ich habe keine Zeit. Ich spiele mit Blaze heute. Tschüss! Meine Güte, die sind aber auch penetrant irgendwie. Schlimmer als Stalker. Ja, das haben die Monster hier so an sich. Hast du eigentlich Stalker, Blaze? Nein. Willst du welche haben? Ich kann welche abgeben. Nein. Ach, okay. Muss ich nicht haben. Und ich sehe schon diese Kackspinne auf mich zuspringen und ich habe mir schon gedacht irgendwie, hoffentlich falle ich jetzt nicht in die Lava. Und was passiert? Ja, weil du dich immer nachts draußen rumtreibst. Ja, aber wir haben doch hier schon vorhin die Verteidigungswall. Wenn diese Kackviecher über diesen Kacklava-Graben springen können. Also ich hätte ja nur einen Zaun gemacht, da können sie auf keinen Fall drüber. Nein. Und dann schöne Laternen. Wir haben Creeper im Gelände. Also ich bin hier im Haus. Ja, im Gelände. Ah, wir haben Creeper auf der Mauer. Ich komme auch mal ins Haus. Ach ja, wie lange spielt man schon, Blaze? Ich muss pullern. 10 Minuten, ne? Scheiße. Ja, du und deine Mädchenblase. Ja, was soll's. Egal, wir machen einfach weiter. Ja, ey, du, ich bin ja gerade in der, in der Firma auf einer Schulung. Die ist auch hochinteressant. Aber man trinkt ja den ganzen Tag Kaffee. Und muss dann immer nach Feierabend pissen wie ein Elch, du. Also, unglaublich ist das. Tja, hat Kaffee so an sich. Ja. Das aber ging mir das letzte ja so Mal in der Isaac-Folge so. Ich hatte hier The Binding of Isaac aufgenommen und Hab schon Ewigkeiten keine so lange Folge mehr. Sag mal, wo ist denn unser Lager eigentlich? Einstell in der Küche. Nee, das große. Ja, das hier. Ist das hier. Das wollte ich gerade ausbauen. Hier kommen die Kisten hin. Blaze, hör auf, hier ist das Lager. Da war schon einer. Wir können ja zwei Lager machen. Nein, Bullshit. Das eine reicht völlig aus. So, wie machen wir das denn mal? Gib mir mal eine Spitzhacke. Haben wir hier eine? Hier. Wo bist du? Ich mach mal eben schnell hier. Warte mal kurz. Spitzhacke. Ja, mach hin, ich muss pullern. Oder bin ich ungeduldig? Gib mir doch jetzt die Spitzhacke endlich. Och, Mann. So. Und gleich eine Axt, damit ich das Ding hier weghauen kann. Hast du Feuerzeug? Kannst du alles bauen gleich? Ja. Super. So, 1, 2, 3. Und aufmerksame Abonnenten wissen ganz genau, was das werden soll. So. Feuerzeug. Ein Feuerzeug kommt auch gleich. Du hast da was im Kopf. Eine Spitzhacke, verstehst du? Ach, Blaze. Du bist ja wieder völlig schmerzfrei heute. Ich freue mich so. Doch Cajun, yo, der muss aufs Klo. Feuerzeug war doch eine Kohle, ein Eisen. Nee, Feuerzeug war ein Eisen, zwei Eisen. Ach, Flint. Flint. Hast du Flint? Ich hab kein Flint. Ja, dann bau weg die Scheiße. Kacke, warum hast du keinen Flint eigentlich? Keine Ahnung. So. Hier geht's runter und dann könnten wir quasi... Wo machen wir das denn mal hin? Okay, da geht's richtig weit runter. Dann können wir ja theoretisch... Was ist das denn hier? Ach, Blaze. Ach, das ist der komische Kackfahrstuhl. Das ja, ist der Fahrstuhl. Ja, der Fahrstuhl, der nicht... Ja. Den schon fast so ein bisschen zugebaut. Ja, bauen komplett zu. Nützt ja nichts. Ist ja hässlich, das. Wie die Nacht, Blaze. Ja? Wie die Nacht.
Ah ja. Und funktionieren tun die Dinger auch nicht wirklich auf Anhieb. Nee. Da kommst du immer nicht raus aus den Kackdingern. Das stimmt. Dann so und so. Und so und so. Ach, scheiße. Scheiße! Okay, dann wieder so. So! So reicht das nämlich auch, Leute. Zack, zack. So kann man nämlich ganz, ganz viele Steine sparen. Was machst du eigentlich gerade? Nix. Wisst ihr, was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Ich mach nix. Du wirst wahrscheinlich hier dem Regen zugucken. Richtig. So, hier haben wir Feuersteine. Und zwei Eisen, das reicht ja. So, wie war das denn jetzt noch gleich? Ich glaube. Nee. Wie war das? Eisen zum Beispiel unten Mitte und Flint rechts Mitte. Rechts Mitte? Funktioniert nicht. Also so schräg müssen die halt angehen. Ja, funktioniert aber nicht. Ah, okay. Also Eisen in der Mitte und unten links Flint. Irgendwie sowas. Schräg. Das müsste ich noch. Ja, ich auch. Aber es hat. Ich habe lange gebraucht. So! Sieht das nicht herrlich aus? Warum geht denn das nicht? Ach, jetzt. Haha, ich hab's gewusst. Blaze! Ja. Ich hab da was gefunden. Was denn? Ein Feuerzeug? Ja, komm mal mit. Ich möchte jetzt hier erstmal anlaufen. Nein, ich möchte das dir zeigen. Komm mit. Sofort. Blaze, ich muss pullern. Fuck, ich brauch Fressen. Ich mach mal die Decke schön, wenn dich hier schon um den Boden kümmerst. Irgendwer muss ja hier den Mist wegmachen da. Hast du Hunger oder so? Ja, ein bisschen. Hast du nichts mehr zu essen? Nee, ich bin in die Lava gefallen. Aber es waren nur 23 Brote, ist schon okay. Yeah. Yay! Brot. Friss und stirb. Da war Rattengift drin. Lecker! Ja, auch Rattengift muss man mal essen. So, Blazy Basy. Wie tief willst du hier runter eigentlich? So richtig außergewöhnliche Sachen gegessen. Klar, Zebra habe ich schon gefressen zum Beispiel. Nee, ich gehe jetzt mal von richtig widerlichen Dingen aus, wie zum Beispiel. Zebra. Hirn oder Schlange oder. Eine Schlange ist doch nicht widerlich. Ja, eine Schlange ist schon exotisch. Also widerlich ist zum Beispiel so Nieren oder so. Die schmecken richtig penetrant. Oder so Kalbsbries. Weißt du, was Kalbsbries ist? Ist das hier nicht irgendwie was Rohes? Nee. Kalbsbries ist eine Drüse von einem Kalb, also von einer jungen Kuh, am Hals. Und diese Drüse, die sorgt dafür, dass Kälber wachsen. Also das ist die Wachstumsdrüse, die schüttet quasi Wachstumshormone aus. Und ja, diese Drüse haben halt nur Kälber, weil die bildet sich dann wieder zurück, wenn die Kuh groß wird. Also es ist im Grunde genommen irgendwie so ein riesiger Knorpel. Hm, lecker. Hast du mich eingebaut? Nö. Klar. ist also so ein riesiger Knorpel, ja, und die Leute, die essen das echt. Das ist so widerlich. Verstehe ich nicht, aber egal. Ja, es gibt hier jedem auch so eine Sendung. Und es ist Gourmet-Speise, also geben da richtig viel Kohle aus für diese hässliche, eklige Drüse da am Hals von der Kuh. Ich muss ja gestehen, ich habe noch nie Hummer gegessen. Ah, Hummer habe ich schon vertilgt wie andere Leute Currywurst. Ich würde mal gerne, aber das Problem ist, du musst halt erstmal ein Lokal finden, wo der auch anständig gemacht wird. Ja, in Bayern ist das natürlich schlecht, in Hamburg gibt es das ja an jeder Ecke. Weil Hummer ist ja nicht gleich Hummer. Es kommt ja immer auf die Zubereitung an. Richtig, also ich würde dir nicht empfehlen, irgendwie im realen Hummer zu kaufen. Nein, ich würde ihn ja auch nicht selber machen, also Selber machen ist aber immer noch am besten, weil dann ist er wenigstens frisch. Ich kann dir ja mal einen Hummer kochen, dann kommst du mal nach Hamburg. Ja, hab ich ja gesagt, im Frühjahr. Und dann kochen wir mal einen Hummer. So. Und zwar live. Das wäre doch mal was. Oder zählt das dann als Tierquälerei, wenn wir jetzt irgendwie. Let's koch mit Cajun und Blaze. Genau. Let's cook. Ich bring dir dann schöne frische Weißwürste mit. Nice to have. Was machst du hier? Die Wand ziehen. Ach so. So, Blaze, sind schon 15 Minuten oben. Langsam tun meine Nieren auch weh. Achso, komm mal her, ich wollte dir was zeigen. Jetzt komm endlich. Jetzt ist nicht weit, das ist in der Höhle. Tada! Juhu! Da gucken wir doch mal, was da so abgeht. Jetzt ist auch meine Krone weg und alles. Och Mann.
Pass auf, wir sind jetzt bei 19, glaube ich. Ich wollte schon sagen, wir sind am anderen Standort, aber wir sind genau da, wo wir immer sind. Ja, das ist eben das, was ich gesagt habe, hier mit den 1000 Blöcken. Jupp. Das heißt, wir haben hier immer Nachschub und können hier tolle, tolle, tolle Sachen machen. Ach, ist das schön warm hier unten, Blaze. Hey, komm mal wieder zurück. Ach ja, was, wie viele Minuten haben wir? Ich muss immer noch. 19. Ach, scheiße. Ist nicht wahr. Was ist scheiße? Also, es ist doch schon wieder dieser Kackbug. Oder? Nee, doch nicht. Ja, ich bin jetzt wieder am Spawn rausgekommen. Warum das? Gestorben? Nee, weil, ich bin durchs Portal gegangen. Ich muss es, glaube ich, erstmal kaputt machen. Ja, wir müssten vielleicht mal alle Portale bis auf eins da hinten kaputt machen. Keine Ahnung, was ihr da... Sag mal, kriegt man die nur mit Diamantspitzhacken kaputt oder auch mit Eisen? Ja, ja, mit Eisen kannst du es ja auch kaputt machen. So ist es nicht. Aber es dauert. Aber es dauert halt. Da mache ich das im nächsten Part. Wir sagen tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Spoilern. Dann geh. So, Blaze, ein Part schaffen wir noch. Jo, hätte ich jetzt auch gesagt. Super. Okay, 3, 2, du sagst an, ne? 3, 2, 1.